Schlappe Nudeloperation. Das kann nur gut werden. Dann sag mir mal, was los ist. Hey, yo, T-Bone. Bin bereit, Mann, total bereit. Nein, im Ernst. Hacktivist-Modus aktiviert. Hey, Mann, wie kriegen wir Blumen? Was? Halt dein Joystick fest, Kleiner. Ihr werdet euch zur Blumen hocharbeiten müssen. Auch mit meiner Hilfe. Ray, briefst du ihn etwa ohne mich? Das wollten wir gemeinsam machen. Nein, ich wollte dich nur nicht stören. Nicht stören? Du störst nicht. Na komm, Marcus, briefen wir. Okay. Also... Sehen wir uns doch mal die großen Datensammler an. Unsere Freunde bei Noodle. Bei jeder Suche, von Discount-Kühlschränken zu Bulldozer-Pornos, lernen sie immer mehr über euch. Datenprofiling-Grundkurs. Genau. Aber du wusstest nicht, dass Bloom diese Daten schon in ihren dreckigen Fingern haben. Oh, scheiße. Das ist echt gut, Sitara. Noodles Daten sind genau das, was Bloom braucht, um Bellwether zu stärken. Noch mehr Kontrolle zu bekommen. Wenn wir an diese Munition rankämen, könnten wir haufenweise verschiedene Ziele angreifen. Dabei kann ich helfen. Ihr könnt Noodle nur von der Serverfarm aus hacken. Und ohne Freigabe kommt ihr nicht in die Serverfarm. Scheiße, man kommt nicht mal aufs Gelände, wenn man kein Angestellter ist. Was glaubst du, von wem Rob Zombie hier seine Infos hat? Sag mir, du hast die Freigabe. Nein, Mann, ich versuche gerade nicht aufzufallen. Einer meiner Chefs sitzt mir schwer im Nacken. Marcus könnte sich als Angestellter ausgeben. Oh, er kann sich nicht nur als einer ausgeben, Sitara. Sag ihm, was du mir gesagt hast, Horatio. Die Nudelbusse. Ich habe Ausweispapiere besorgt. Du musst das Ding einfach nur reinfahren. Dann werden die dich für einen unserer Busfahrer halten. Shit. Wow, nichts wie los. Alles klar. Hey. Legen wir los. Hey. Vor allem, nachdem ich ein gesuchter Verbrecher war. Das ist auch kein Ding, jetzt wieder ohne aufzufallen dahin zu kommen. Wie weit ist das entfernt, das Nudels Hauptquartier? Ach so, wir treffen uns erstmal mit dem um die Ecke beim Laden. Wahrscheinlich muss ich mich umziehen dafür. Okay, bist du bereit? Rock and Roll. Oder auch nicht. Aber ich will. Waren wir in dem Laden schon mal? Oh mein Gott, was für eine Nerd-Klamottenbude. Doch, das Pferd kenne ich. Es ist ja Winter. Man ist ein bisschen krank. Oh, die finde ich sogar wirklich schick. Schön klassisch. Ich bin ja eher so der Einfarbentyp. Nimm die Pillen, aber nicht scheiß drauf. Das möchte ich auch noch mitnehmen. Dann lass uns einfach den Wagen hier nehmen. Kommst du mit mir mit? Ich habe sogar Hip-Hop für dich angemacht. Ich habe den Parkplatz für dich gecheckt. Der Fahrer lässt den Bus immer da und holt sich Kaffee. Wunderbar. Okay, Mann. Eins muss ich dir vorneweg sagen. Ich entschuldige mich für absolut alles, was du gleich siehst. Machst du Witze? Endlich sehe ich auch mal dein alter Ego. Horatio Carlin, Firmenprogrammierer. Wieso habe ich das Gefühl, dass das eine miese Idee war? Schon gut, ich werde dich nicht aufziehen. Firmenprogrammierer. Was bringt uns der Bus? Werden die Mitarbeiter mit dem Bus geholt?
ist das GPS. Hey, setz dich. Ich hab's okay, mal echt okay, jetzt. Aber... Ja, okay. GPS. Ich weiß, wo das GPS ist. Oben. Hab dich. Genau. Okay. Auf zum Nudels Hauptquartier. Oder auch nicht. Wahrscheinlich besser als der Busfahrsimulator. Hi, wie geht's denn? Hi, guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Hey, morgen. Wie läuft's so? Gut, Gary. Hallo. Hey. Ach, krass, ey. Es ist wirklich der Busfahrsimulator. Horatio, was ist denn mit dir los? Als Erster im Bus? Was soll ich sagen? Der frühe Vogel und so. Jedenfalls, die Saftkur hat mein Leben echt verändert. Ich bin leichter, mein Kopf freier. Ich sag's dir nur ungern, aber Saftkuren bringen gar nichts. Du kennst meinen Saft noch nicht. Nein, im Ernst. Du brauchst das Fruchtfleisch. Das ist der gesunde Teil. Beim Pressen verlierst du das, dann trinkst du nur noch Zucker. Smoothies, das ist das Zauberwort. Voller Früchte, Gemüse, Superfoods. Superfoods? Ja, wie Goji-Beeren, Maca-Pulver, all das gute Zeug. Du musst noch viel lernen. Ihr wisst, dass die Forschung zu Superfoods bestenfalls dünn ist. Aber sie sind gesund. So viel steht wohl fest. Ja, aber Goji-Beeren sind genauso ein Superfood wie Weintrauben. Das ist ein Marketing-Schlagwort, um die Kunden zu ködern. Nichts für ungut. Oh, peinlich. Korrekt. Weißt du, Marcus, es gibt Tage, da wünschte ich würde das machen, was du tust. Und da gibt es heute. Danke, Kumpel. Ich hab's gerade ganz hier drin. Und ich dachte, Blumenangestellte wären schlimm. Ah, sehr schön. Smoothies kann man gerne essen. Das ist übrigens eine super Marke. Also die viele Produkte sind ja einfach geile Ideen gewesen von Leuten, sag ich mal, die dann sich so überlegt haben, boah, was kann man denn aus dem Schrott machen, den wir in der Produktion normalerweise wegschmeißen? Und dadurch kamen die Smoothies auf den Plan. Weil die Smoothies einfach aus den Abfällen entstehen, die bei anderen Produktionen von Früchten etc. nicht benutzt werden. Beziehungsweise, ne, es werden die Schalen verwendet und so weiter, die zum Beispiel in der Saftproduktion noch nicht einsetzen würdest. Die wir eigentlich wegfallen würden und daraus machst du halt den Smoothie, verzuckerst das alles noch ein bisschen, weil ja Schalen dann ein bisschen bitter sonst schmecken würden und dann haust das in irgendein Paket rein und sagst dann noch, ja super gesund, weil da unglaublich viel Früchte drin sind. Und so wird ein neuer Zweig aufgebaut. Es gibt bestimmt ein paar Smoothies, die nicht so arbeiten, aber generell ist das halt einfach, ja, eine gute Wiederverwendungsidee. So, gibt's hier nochmal Leute zum Abholen? Ja. Hey, hallo. Warum kommen die alle in Sportklamotten zur Arbeit? Ey, ihr Penner! War's spät gestern? Ja, und das Catering war echt zum Kotzen. Überhol die mich einfach links, während ich im Bus sitze. Ich glaube, da fliegt eine Ampel vor mir hin. Ja, und das Catering war echt zum Kotzen. Nächstes Mal hungere ich lieber. Dein neues Sushi-Laden ist so unterirdisch. Die Sojasauce war total fade. Die scharfe Thunfischrolle hatte keinen Geschmack. Oh, Mann. Oh, Mann. Das ist buchstäblich das Letzte. Buchstäblich? Ich glaube, ich falle die ganze Zeit irgendwelche Sachen um, deshalb hören die auf zu reden. Ich kann mir Schlimmeres vorstellen. Ich glaube, der Bus ist auch zu hoch für die Ampeln. So, jetzt sind wir beim Nudels Campus. Hallo? Der Baum muss mal geschnitten werden. So, viel Spaß auf der Arbeit, Leute. Horatio, Mann. Ich hab Schiss, Bro. Oh, wieso denn? Niemand sieht aus wie wir. Willkommen in Silicon Valley. Hey, wie nennt man einen Schwarzen inmitten von tausenden Weißen?
Wie? Mr. President. Hey, wenn die uns zusammen sehen, denken die, wir hacken was aus. Tun wir doch auch. Mann, ich fühle mich so begafft. Dann willkommen in meiner Welt. Hier arbeiten sonst nur drei andere Schwarze. Zwei Kerle, eine Frau. Wir haben eine eigene Mailingliste. Echt krass. Aber hey, du kämpfst für eine gute Sache. Du änderst die Unternehmenspolitik hier im Valley. Du weißt erst, was Unternehmenspolitik heißt, wenn du der einzige Bruder in einem Meeting bist und für alle Schwarzen sprechen musst. Scheiße. Wenn ich jedes Mal, wenn jemand gutes Argument zu mir sagt, einen Cent kriegen würde. Also, wo ist die Serverfarm? Hier nicht, leider. Das Ding befindet sich unter dem Noodle-Maps-Gebäude. Um da reinzukommen, brauchst du eine ganz andere Freigabestufe. Die Manager-Etage kann sich für dich darum kümmern. Wiederhol einfach den Bus-Hack bei einem von denen. Dann kannst du loslegen. Gehen wir in die Küche. Die Plackerei schaffe ich mit leerem Tank nicht. Hey, willst du einen Kaffee? Nein, alles gut. Bitte, nimm dir ruhig einen Orangeapfel. Die schmecken göttlich. So liebenswürdig. Vielen Dank auch. Okay, klar doch. Colin? Brody? Großer Tag heute. Ich bin aufgeregt. Und du? Weißt du, du könntest uns einfach sagen, was du getrieben hast. Was du dir ansiehst, mit wem du geredet hast. Oh, kleiner Scheiße. Was war das? Ich will nur einen Kaffee. Ja. Ja, okay. Bei der Personalabteilung bist du hoffentlich gesprächiger. Genieß den Kaffee. Vorsicht! Bist du neu hier? Ja. Henna. Dem würde ich gerne eine reinwürgen. Der Typ geht mir auf den Sack. Hey, Becky. Die Herren? Oh, der sitzt mir im Nacken seit meinem ersten Tag hier. Und jetzt sagt er, ich soll bei der Personalabteilung gesprächiger sein? Glaubst du, er hat was in der Hand? Verdammt. Hast du eine Ahnung, wie lange ich ins Kittchen wandern würde? Wenn ich in die Serverfarm komme, kann ich den ganzen Scheiß löschen, okay? Ich pass auf dich auf. Du gehst nicht in den Knast. Ich melde mich. Okay? Okay. Okay. Orangeäpfel. So, dann gucken wir mal, wie bei Google Noodles es aussieht. Wie komme ich zur Noodle-Serverfarm? Am besten nimmst du den Aufzug im Wartungsbereich im ersten Stock von Noodle Maps. Aber Vorsicht, ist ein Hochsicherheitsbereich. Nicht mal ich komme rein. Kein Problem. Richtig, wir sind doch super in sowas. Dafür brauchen wir einen Zugangsschlüssel, okay. Gucken wir mal, ob wir den finden, vielleicht auch schon ohne, dass wir uns bewegen, großartig. Wenn wir an die richtige Kamera kommen. Doof. Es tut nicht weh, versprochen. Ich habe das Gefühl, in dem Raum ist keine Kamera. Aber, wenn ich das richtig gesehen habe, gab es einen Durchgang für einen... für meine Drohne. Auf jeden Fall von draußen gibt's einen. Guten Tag. Darf ich Sie bitte scannen? Oh, hey.
Geht der gerade raus? Ja, geh hin und lass dich schocken mal eben. Danke. Dann kann ich mich nämlich hier reinhacken. Moment. Da kommt ganz zurück. Sollten wir oben durch die Tür kommen, oder? Darf ich dich scannen? Ich will Liebe machen. Darf ich reinkommen? Hallo? Die scheinen sich nicht sonderlich für mich zu interessieren. Okay, ich bin jetzt Miss Laura Kim. Wie komme ich in Noodle Maps? Wenn du ihre ID hast, müsstest du einfach reingehen können. Oh nein, Agent getroffen! Mann, was tust du denn da? Das war so nicht abgemacht! Was mache ich denn? Ist doch alles Roger. Guck mal, hier ist doch nichts passiert. Wo müssen wir jetzt lang? In ein anderes Gebäude anscheinend, oder? Was mich bei Horatio als erstes misstrauisch gemacht hat. Er wirkt aufgesetzt. Das falsche Lächeln. Dass er so freundlich ist. Dass er all unsere Namen von Anfang an drauf hatte. Er will unbedingt der perfekte Nudelmitarbeiter sein. Zuerst dachte ich, das Management hat ihn eingesetzt, um uns auszuspionieren. Aber das glaube ich nicht mehr. Terrorist ist er sicher nicht. Ich hatte mal einen Vermieter, der hieß Horatio und kam aus Honduras. Trotzdem hat ihn jemand hier eingeschleust. Aber wer? Ich werde es herausfinden. Ja, da ist also die Sache. Wir dachten, dass unsere Haustiere willkommen richten, die das Leben für Haustiere und Angestellte angenehmer gestaltet. Das war kurzsichtig. Leider können sie ihren Corgi Snuffles nicht mehr mitbringen. Wir bitten um ihr Verständnis. Jeremys linkes Auge bleibt ihm wohl erhalten. Okay. Ich habe neulich beim Lunch neben Horatio gesessen. Ich habe mein schönstes Lächeln aufgesetzt. Hab gefragt, wie es ihm geht. Er sagte, bestens. Fragte mich dann dasselbe. Bestens. Ich wollte ihn eigentlich packen und zusammenbrüllen. Verräter! Ich arbeite wirklich gern hier. Tolle Kollegen. Er wird noch alles verderben. Der Lunch war so schrecklich angenehm. Die Security von Noodle Maps ist ganz drauf. Also Vorsicht. Hey, du redest hier schließlich mit Laura Kim. Drehte er sich noch kurz zu mir um. Ich dachte, jetzt hab ich ihn. Endlich. Dann hat er mir einen Granatapfel zugeworfen und zugezwinkert. Er kriegt noch diese patentierte Goodale-Haltung. Ich werde ihn brechen. Ich weiß nicht, ob ich als Kim da wirklich durchkomme. Ist alles okay, Leute? Die scheinen jemanden zu suchen. Upsala, das wusste ich aber nicht, dass man hier oben nicht stehen darf. Wir brechen ab, er ist uns entwischt.
John, gibt's etwas Neues bezüglich meiner Beschwerde in puncto Klimaanlage? Ich habe einen Bericht eingereicht, aber seitdem nichts mehr gehört. Ich schmelze hier. Elaine in der nächsten Reihe erfriert. Ich will nicht quengeln, aber man kann sich nur schwer konzentrieren, wenn man sich unwohl fühlt. Ernst, alle Vorschläge waren großartig. Es waren zu viele, um sie alle zu erwähnen, aber wir haben einen Gewinner. Ich würde gerne mehr verraten, aber die Anwälte müssen den Namen erst noch durchwinken. Ich wollte nur schon mal allen danken und sagen, dass wir keine Vorschläge mehr benötigen. Hast du gehört, Roger? Spaß, ich zieh dich nur auf, Kumpel. Richtig. So, wenn ich mit der Drohne da rankomme, gehe ich ein geringeres Risiko ein, als wenn ich selbst dahin fahre. Beziehungsweise gehe. Moment, zurück. Eine Etage höher. Guck dir das mal an. Und hoch. Ach Moment, da komme ich nur hier raus. Also nicht so geil, wie ich dachte. Ich hoffe, es reicht, mit der Drohne hochzugehen. Jumper. In Bezug auf ihr Anliegen, wir gehen nur wenig über das bei einer Erhebung akzeptierte hinaus. Das Management von künstlicher Intelligenz, maschinellen Lern- und Datenbanksystemen ist unsere Kernkompetenz. Die Analyse von Trends und Muster zur Systemverbesserung ist kein Spionieren. Okay, da ist einer runtergerannt. Ich denke mal, der findet gerade die bewusstlose Wache. Reiß dich zusammen, Ratio. Ich bin fast beim Aufzugsschacht. Nicht nur ein Markt, sondern steht für das, was wir sind. Wir alle, Entwickler, Designer und Nutzer, dienen demselben Zweck und teilen dasselbe Ziel. Ja, vorher habe ich gerade den Durchgang gehackt. Bro, bin jetzt beim Aufzug. Horatio? Er ist weg. Warte.
Wir versuchen, ihn zu finden.